Mein heutiger Gast ist ein Kollege, den ich sehr, sehr schätze. Ein brillanter Autor, Gastgeber verschiedener Talkshows im Fernsehen und ein leidenschaftlich Reisender. Ein Buch gerade herausgebracht über Bangkok, wo er 3 Monate gelebt hat. Und ein Buch in Vorbereitung über sozusagen das Ende der Welt. Ungefähr 20 Schauplätze auf dieser Erde, die er bereist hat, die als das Ende der Welt gelten können. Herzlich willkommen, Roger Willemsen! Bitte? Achso, ja, das ist das. Und dieses hier. Das ist die große amerikanische Schule. Ja, ja. Dieses ins Ohr reden. Und dann auch das Rüberbord. Der Gast setzt sich auch erst, ja, wenn der Gastgeber sitzt. Oder so. Oder man verzögert es raus, sozusagen, um dann noch so eine erste Pointe parat zu haben für das Sitzen. Aber zu der Zeit bin ich ja schon so fasziniert von deinem Einstecktuch. Wirklich? Ja. Willst du es haben? Gerne. In Violett. Ja, warte. Steht mir weniger gut. Nee, lass es für die Sendung. Ich kann es hier wegnehmen, aber ich muss auch mal, es ist festgeklebt. Ach so. Ja, damit es nicht verrutscht. Es ist doch wirklich alles gefälscht. So was hier. So, guck, da ist der Klebestreifen. Es ist unappetitlich. Wenn man es aus der Nähe sieht, möchte man es nicht mehr haben. Ja, es riecht auch. Ja, und was du auch haben kannst, ist diese 8, die bewusst machen soll, dass halt viele Leute sich die 8 Euro nicht mehr haben leisten können für die Krankenkasse. Das habt ihr für mich vorbereitet? Nein, ich habe es vergessen, es war für die Sendung gewesen. Ich nehme es nachher mit. Es ist auch schön, wenn ich fühle mich. Ja. War dieses Einstecktuch schlimm? Nein, es hat mir gefallen. Ich habe gedacht, das wäre irgendwie spitzwinklig. Aber du hattest das so kühn, so mit schräger Ebene. So, ja, meine Stylistin hat es mir so hier reingeklebt, weil ich selber bin mir nicht sicher, trägt man es spitz, trägt man es flach? Man trägt es, glaube ich, spitz. Man trägt es spitz. Ja. Du trägst aber gar keins. Nein, ich finde es affig. Du findest es affig? Ja, ja, aber also, es ist unterschiedlich. Eine Zeit lang fand ich es auch affig und so. Dann habe ich viele Journalisten aus, vor allem von der Springerpresse und von der Bunten gesehen, die es so auf Serviettengröße hier drin haben. Das hätte dich warnen sollen. Aber es hat mir irgendwie gefallen. Es hatte sowas Dekadentes. Ja, ja, du willst doch gar nicht so sein. Eigentlich schon, insgeheim. Gut, also ich halte es in Ehren, wenn du es brauchst. Aber du bist doch jemand, der sich sehr gewählt anzieht. Heute eigentlich nicht. Doch, ja. Das ist dieser Typ, da könntest du in jedem Pilcherfilm den Totenschein ausstellen. Dies ist ein Casting. Nein, aber du, das sieht so nach englischer Lord. Nein, englischer Lord. Ja, das ist die Winterkleidung. Landedelmann. Ja, sehr schön. Das ist nett, dass du das sagst. Dann brauche ich es nicht zu sagen. Ja. Ist es das? Ja, ich glaube, das sagt man so, ne? Tweet. Ja, gut. Tweet. Wie war es bei den Taliban? Ja, ich gehöre heute zur Motto-Show. Darüber kann man eigentlich nur ernst erzählen, aber die Wahrheit ist, ich habe Taliban in Kabul getroffen und zwar wollte ich den Häftlingssprecher aus Guantanamo treffen, der gerade entlassen worden war und der ein Taliban war und musste dazu einen Kontaktmann in Kabul finden, einen hochrangigen Taliban, der mich mit dem üblichen Agententrick, rufen Sie mich dann und dann da und da an, warten Sie, fahren Sie dahin, gucken Sie, dass niemand hinter ist, fahren Sie in die nächste Siedlung und so weiter und dann sage ich Ihnen Bescheid. Und dann bin ich mit der Dolmetscherin irgendwann nachts in einer Vorort von Kabul in eine russische Siedlung gekommen, wo 2 Leute mit Kalaschnikow schon aus dem Wagen raussprangen und ein Haus hochstürmten und musste dann danach auch in dieses Haus. Und habe gedacht, wenn du hier entführt wirst, kriegst du den Susanne Osthoff-Preis für die depperste Entführung, denn das ist das, was das Auswärtige Amt einem nicht rät. Gehen Sie nachts mit Taliban in eine Wohnung, die schon 2 Kalaschnikows hat. Auch schon und vergessen übrigens, Susanne Osthoff stelle ich gerade fest. Ja, ich erinnere ja gerne an sie. Und dann in den 5. Stock hoch und dann erwartet man, dass man jetzt das sieht, was Westerwelle für Taliban hält. Ja. Und man sieht aber erstmal die Brille von Hans-Magnus Enzensberger. Wirklich? Und, ja, denn die tragen auch Ray-Ban und die tragen Reebok und die sind sehr nobel gekleidet, Tommy Hilfiger. Und das war ein 38-jähriger Taliban, der fließend Englisch sprach, so wie Oettinger. Ja. Und und der mir Ovomaltine anbot. Und ich hätte nie gedacht, dass in meinem Genprogramm mal stehen würde, trinkt Ovomaltine mit Taliban. Und dann habe ich 3 Stunden lang eigentlich das intelligenteste Gespräch über afghanische Politik mit ihm gehabt. Und er hat dann über mehrere Wege mich tatsächlich dazu gebracht, dass ich diesen Häftlingssprecher treffen durfte. Aha. Und das war am nächsten Tag auch in Kabul, auch sehr verdeckt. Und dann kam dieser Saif, das war der ehemalige Botschafter Afghanistans in Pakistan, rein, war
extrem abgemagert, hatte eine Stimme, die das Aufnahmegerät kaum auffassen konnte, hatte so hospitalistische Bewegungen, in denen er sich im Sofa immer hin und her wandte, und dann suchte er seine Worte und war durch Guantanamo extrem zerstört. Und ich weiß nur noch, dass meine Erwartung irgendwie konterkariert wurde, als ich dann in den Hof ging. Und ich habe später erfahren, dass das Hauptquartier der Taliban war, wo ich war. Und ich ging also in den Hof und wollte auch zum Klo auf der anderen Seite. Ja. Und gehe an die Klotür und lege die Hand auf die Decke. War das ein Klo, das wir schon gebaut haben, dort, die Bundeswehr? Oder? Ja, das ist Teil unserer Friedensmission. Ja. Das ist ja das, was jetzt die neue Strategie eigentlich sich wieder verstärkt vornehmen wird. Und natürlich haben wir unterbrochen, du wolltest zum Klo? Ich wollte zum Klo, musste auch zum Klo, und lege die Hand auf die Klinke und gucke im rechten Winkel in das Zimmer, was daneben ist, und sehe etwa 20 Kämpfer, die mit Kalaschnikows auf dem Boden da sitzen, und weiß in dem Augenblick, wo ich bin. Und denke auch, du kommst hier wahrscheinlich nicht mehr raus. Und warum sollen die dir trauen? Warum sollen die dich rauslassen, wo du weißt, wo dieses Hauptquartier ist? Und denke vorher, bevor du vor deinen Schöpfer trittst, gehst du nochmal aufs Klo. Und lasse die Hose runter und bereite mich auf eine größere Sitzung vor. Und in dem Augenblick kommt ein Donnern an der Tür. So. Ja. Und ich denke, das ist typisch Taliban, du darfst nicht mal aufs Klo und musst die Hose wieder hochziehen. Und mache die Tür behutsam auf. Und es steht ein Taliban da, der mir das Klopapier reicht. Und so menschlich kann es zugehen im Krieg. Aber ich dachte, das solltest du wissen. Ja, aber sollten wir mehr Klopapier abwerfen? Oder das sind ja Ansätze möglich. Weiß das unsere Politik? Ja, das ist es ja. Weiß das unsere Politik? Ja. Oder? Das heißt ja. Ich glaube, wenn Gutenberg das erfährt, ist er völlig von der Rolle. Ja, vor allem, wenn er erfährt, dass die dieselbe Konfektion haben wie er. Ja. Ja, gestern war toll, im Morgenmagazin wird der Innenminister de Maizière gefragt, was denn jetzt neu sei an der Strategie. Und da sagte er, neu ist, wir haben ein Ziel. Sowas geht irgendwie unter, oder? 8 Jahre lang kämpfen die da, Tote kommen zurück aus Afghanistan. Neu ist, wir haben ein Ziel. Ja. Und welches das Ziel ist, hat er auch schon gesagt? Na, das wäre ja jetzt, da warten wir 8 Jahre und dann ziehen die sich wieder zurück. Und hast du keine Angst? Warum machst du denn so gefährliche Sachen? Warum machst du denn nicht irgendwie eine Reportage über... Ich bin ja alleinstehend, ich bin niemand verantwortlich. Ist das der Wunsch zu sterben? Oder? Ja, es ist ja ein Tod, der früher als Heldentod bezeichnet worden wäre. Nein, es war immerhin so, dass ich gedacht habe, ich war unbedingt für die Schließung von Guantanamo. Die einzige Möglichkeit war, Öffentlichkeit dafür zu schaffen, was in diesem Lager vorgeht. Ja. Ich habe 5 Leute gesprochen, die in diesem Lager gewesen sind, die von den Amerikanern als unschuldig entlassen worden sind. Und die Taliban und ich hatten ein Interesse, das uns verband, das war Guantanamo schließen. Und dann haben die gesagt, wir glauben dem. Und ich habe gesagt, ich glaube mir, dass ihr mich nicht entführt. Und so konnte ich dieses Interview führen. Das war der ganze Grund. Aber das ist ja trotzdem eine enorme Risikobereitschaft. Aber ich sitze ja hier. Ich habe sogar ein Einstecktüchlein bekommen. Das ist vielleicht ein Grund, warum Sie das nächste Mal nicht mehr gehen lassen. Das könnte sein. Weil ich meine, es ist ja auch aus großer Entfernung auch gut zu treffen. Ne? Ist mir sicher, ja. Jetzt dieses Buch, das fasziniert mich, dieses Thema Reise ans Ende der Welt. Wo warst du da zum Beispiel? Das kommt im Herbst. Ja. Erst. Ich habe 23 Stellen besucht, von denen ich behaupte, dass die Welt zu Ende. Also Nordpol, Timbuktu, Patagonien, Kamtschatka, das ist Ostsibirien, und Südafrika. Timbuktu habe ich schon genannt. Ja, und wie ist das Ende der Welt so? Ein Flur in einem Bordell in Bombay. Also es gibt subjektive Enden der Welt. Ein Flur in einem Bordell? Ja. Es gab ein Bordell in Bombay, wo man zu den Eunuchen gehen konnte. Leute, die sich zum Teil mit einem rostigen Messer im Süden Indiens selber das Genital weggemacht haben. Und wenn sie das überlebt haben, dann sind sie für den Sexualverkehr immerhin noch als Empfangende gut. Ja. Ich weiß schon, was gemeint ist. Und nachdem ich diese interviewt hatte und war weiter in diesen Flur hineingegangen, kam ich in einen Flur, in dem die unterste Klasse der Prostituierten zu Hause waren. Es ist eigentlich wirklich eine traurige Geschichte, weil dort eine Prostituierte zu sehen war, die einen aufgeblasenen, etwas schwammigen Kopf hatte und mit einer großen geistigen Nachlässigkeit in die Welt guckte, von einer raffgierigen Mutter begleitet. Und es stellte sich raus, dass diese Prostituierte nicht nur AIDS-krank war, sondern auch wahnsinnig. Sodass sie wie ein Orakel von Delphi da saß und mal einen Freier annahm und ihn mal ablehnte. Und man musste immer warten, wenn der Freier sich näherte, häufig schon mit selbst öffnendem Bademantel, wie würde sie reagieren? Ja. Das waren natürlich nur Freier, die ihrerseits auch AIDS-krank waren. Und es geht an dieser Stelle nicht mehr tiefer. Also
die Kreatur ist nicht denkbar in einer trostloseren Variante als der, die ich da gesehen habe. Erzähl doch mal was Schönes. Ja, du hast mich gefragt. Das ist ja, Patagonien, Chile, das ist ja ein Land, ich bin nur vorbeigefahren mit dem Schiff, aber es soll wunderbar sein und diese Atacama-Wüste da. Herrlich. Aber sie liegt höher, als man glaubt. Sie liegt höher, sie ist angeblich die trockenste Wüste der Erde, ne? Ja. Und man verbrennt sich schnell mal die Haut. Und vielen schießt das Blut senkrecht aus den Nasenlöchern, wenn sie vom Meeresspiegel direkt hochgehen mit dem Bus und nicht wissen, 4000 Meter Höhe und in einer halben Stunde kann gefährlich werden. Und vielen zu Recht. Hat ihr das auch? Hatte in Patagonien unten im Süden Chiles mir ein Hotel gebucht in San Pedro und gesagt, da ich unbedingt in die Atacama-Wüste wollte, du musst in diesem Hotel unterkommen. Und ich komme nach San Pedro und das Erste, was ich sehe, etwa 3 Kilometer vor dem Ort, sind 3 blonde Radfahrerinnen, die ohne Sonnenschutz und glaube ich auch ohne Pitzbuin auf dem Damenfahrrad durch die Wüste kommen. Und ich denke, das ist der falsche Ort. Und fahre trotzdem nach San Pedro rein und suche dieses Hotel. Und man sagt mir, dieses Hotel gibt es nicht. Und dann stellte sich raus, dass die Leute das San Pedro in Kalifornien gebucht hatten. Da hatte ich in dieser Nacht ein Zimmer. Und dann habe ich diesen Ort sofort wieder verlassen. Du bist aber später angekommen, oder? ich habe mich dann in so einen Mönchengladbach von Chile begeben. Wirklich? Ja. Weißt du zufällig, wie das hieß? Das würde mich mal interessieren, das Mönchengladbach von Chile. Das hieß Calama. Calama mit C. Da ist noch nie ein Tourist gewesen, glaube ich. 40.000 Leute wohnen da und die wundern sich über jedes fremde Individuum, was glaubt, da hinkommen zu müssen. Ah. Ja. Aha. Und es ist ja auch schwer erklärbar, weil da ist nichts. Ja. Und ich saß irgendwie am Rand der Wüste in einem kleinen Hotel, in dem eigentlich nur noch halb erloschene Geschäftsleute Mau Mau spielten und trank Bier und badete mich in den Blicken der Leute, die nicht verstanden, warum ich da war. Und ich verstand es auch nicht. Aber es ist großartig. Du bist eigentlich ein richtiger Lebenskünstler. Das ist im Grunde so die fast schon untergegangene Profession des Reiseschriftstellers. Ja, das ist ein großes Privileg, das zu dürfen. Und so können. Ja, natürlich. Sehe ich auch so. Du reist hin, wo du möchtest und dann guckst du, welche Art von Buch sich daraus ergibt. Genau. Oder manchmal weiß ich das Buch auch vorher und reise hin und gucke nach, ob das auch so ist. Das freue ich mich sehr, wenn das rauskommt, weil zum Teil kennt man es ja vielleicht, aber zum Teil sind es auch vielleicht Reiseziele, auf die man erst kommt. Wenn der Tourismus Afghanistan erreicht hat, um den Terrorismus zu beantworten. Ja, und vor allem auf Du und Du mit den Taliban. Das kommt in ich glaube, wenn das heute Abend der ein oder andere Politiker vielleicht gesehen hat oder erzählt bekommt, dass er umdenkt. Ich weiß, was er sagen wird. Wir haben jetzt ein Ziel. Ja. Roger Willemsen, meine Damen und Herren. Ich sehe gerade. Anschließend der erotische Film Preis des Verlangens mit Daniel Auteuil. Du kennst Daniel Auteuil? Ja. Ja. Der war mit Emmanuel Béart verheiratet. Beneidenswert. Ja. Und ich habe ihn kürzlich nochmal gesehen in der Bluthochzeit. Ja. Ist gut. Wo er Isabel Adjani, er durfte nicht das ran in der Hochzeit. Auch. Ja. Und ich dachte erst, es wäre Dieter Wedel. weil er hat die Haare so wie Dieter Wedel. Oh. Ja, na wirklich. Ach, das kannst du nicht sagen. Doch, ich dachte erst, Dieter Wedel hat er nicht im Mittelalter gelebt. Die verschwindet 5 Jahre von der Oberfläche und dann kommt sie zurück und sagt, wo sind sie gewesen? Und sie sagt, ich habe geliebt. Großartig. Kannst du dir das bei Veronika Ferres vorstellen? Wenn man es hier aufschreibt, schon. Ja.